Wir sind in Sicherheit. Das hier ist eine Sackgasse. Wir sind verloren. Ja, was denn? Ich weiß, Titipoko. Ich fühle mich hier auch nicht allzu wohl. Er weiß, dass wir in Tezcatlipokas Pyramide sind. Im Herz des Feindes. Naja, wir können jedenfalls nicht hier bleiben, wie Ratten in der Falle. Und wieder auf den gleichen Weg rauszugehen, auf den wir reingekommen sind, wäre Selbstmord. Ich schaue mich mal um. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg hier raus. In der Zwischenzeit... Nimm das hier an dich. Das ist der Kojotenstein. Vielleicht bringt er dir Glück. Hoffe ich jedenfalls. Jetzt hat jeder einen Stein. Du hast es wirklich geschafft, die Steine aus dem Dorf zu holen? Dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance. Übrigens, was hätte Titipoko getan, wenn sich Graziento wirklich bewegt hätte? Titipoko? Nichts. Er hat die Gewalt aufgegeben. So, was willst du denn? Dies ist eine Zeit zum Handeln, nicht? Zum Handeln. Hebel. Hier sind Hebel, Muster und Hebel. Uff. Der Hebel lässt sich nur sehr schwer bewegen und scheint... Und... Oh, immer noch Zweck. Das Muster scheint nur religiöse Bedeutung zu haben. Aber weiter raus würde ich nicht gehen. Das Muster sagt mir gar nichts. Dann sprechen wir mit George, weil ich denke mal, wir müssen beide Hebel gleichzeitig betätigen. George? Ja? George, ich kann nur einen Hebel auf einmal betätigen. Ich glaube aber, wir müssen beide gleichzeitig ziehen. Okay, das schaffe ich wohl noch. So, na denn. Ja. Ja. Die alte Schachtel fällt ja auch gleich rückwärts runter. Raoul, hier gilt etwas sehr Verdächtiges. Das Opfer, wo ist es? Nico war hier mit Titipoko. Sie haben ihn befreit. Ich konnte sie nicht aufhalten. Du Idiot, ich hätte dich bei der Geburt erwürgen sollen. Titipoko ist weich geworden. Er hätte dich nie verletzt. Ich weiß. Die Sonnenfinsternis ist fast über uns gekommen. Und wir haben die Sonnenfinsternis kein Opfer, der Sonne, ja. Milde zu habt ihr schon mal eine Sonnenfinsternis des Mondes gesehen? Hast du eine Ahnung, was deine Inkompetenz uns kosten kann? Ich glaube schon. Und ich bin froh darüber. Was? Die Mayas waren doch keine Idioten. Tezcatlipoca sollte genau da bleiben, wo sie ihn eingesperrt haben. Ui. Hast du dir bei irgendwem ein Stück Rückgrat ausgeliehen? Schade, dass dir das so spät eingefallen ist. Ich wäre lieber tot, statt dich und Karsak mit der Macht dieses Teufels zu erleben. Schön. Und fehlt ja immer noch ein Opfer. Seht doch, die Sonnenfinsternis beginnt. Pablo, töte ihn. Tezcatlipoca kann sich an seinem feigen Herzen laben. Oh, Nico hatte also wirklich recht. Aber es ist noch nicht zu spät. Jetzt ist wieder hell. Komm her, Pablo. Schauen wir mal, wer wen opfert. Wieso ist es jetzt wieder hell? Ach so, weil die Sonnenfinsternis im vollen Gang ist. Stimmt. Was ist das denn hier für ein Ort? Ich bin in einem ganz merkwürdigen Raum gelandet. Schalter und Räder. Die Priester, die diesen Raum entworfen haben, konnten bestimmt besser damit umgehen. Ich muss die Lösung selbst finden, wenn ich hier wieder rauskommen will. Oha. Der Raum wird von einer gewaltigen Maschine beherrscht. Sie ist mit den üblichen Maya-Motiven verziert und hat zwei große Scheiben, die mit Schriftzeichen bedeckt sind. Dann müssen wir erstmal in die Mitte gehen, damit ich mir das genau angucken kann. Und vielleicht jetzt die Maschine mal drehen? Ah, hier sind Kacheln. Diese Steinplatte lässt sich nicht bewegen. Diese Steinplatte... Kacheln. Wie weit geht es hier? Hier ist bestimmt die Platte, wo ich hin will. Gut.
Also, was haben wir hier? Die Platte mit den Kartoffeln? Oder das irgendwas? Ist wahrscheinlich das hier unten. Mit dem da. Versuchen wir es mal. Das und jetzt drehen wir dich. Das wäre jetzt die Kachel. Die Steinplatte verschiebt sich ein wenig. Muss ich jetzt alle einzeln machen? Warte mal, die Kartoffeln sind da. So, die Kartoffeln und das da. Ergibt die obere Platte. Jetzt echt alle Kombinationen da durchgehen muss. Ach du Kacke, das kann lange dauern, meine Freunde. Aber zumindest bleiben die Platten so, wie sie sind. Okay. Jetzt haben wir den da. Der ist hier. Okay, machen wir das zuerst. Gehen wir erst hier hin, dann können wir von hier aus die drehen. Haben das so. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, nochmal kurz rübergehen. Brauchen wir den? Der ist da. Also müssten wir jetzt ein paar Mal so rumdrehen. Auf die Seite. Du stöhnst, Mädel. So, jetzt kann ich die Platte aktivieren. Und da springt die wieder raus. Aha. Nee, komm. Ach so. Jetzt habe ich Kartoffeln und das und Dingsbums das. Leg's mir um euch. Also ich brauche Kartoffeln, das habe ich. Ich brauche jetzt Bretter und das. Ah. Dann müsste sich schon die Tür öffnen. Bretter und das. Bretter sind da. Also zweimal hier. Und der Genubbel ist da, also einmal da. Ergibt jetzt diese Kachel.
das ergibt dann diese Kachel. Nee. Die Steinplatte bewegt sich. Jetzt ist die Kartoffelplatte rausgerutscht. Nee, jetzt muss ich die Kartoffelplatte wieder herstellen. Und zwar auf die Seite. Einmal drehen. Immer die letzte wird rausgesprungen. Ne? So, die. Und die zweimal. So. Und das ist dann die. Hoffentlich. Jawohl. Genau die richtige ist raus. Die Steinplatte bewegt sich nach innen und rastet mit einem Klick ein. Das war jetzt eine. Okay. Ja. Bestimmten Schlankhacheln richte noch und drücke dann die entsprechenden Schlankhacheln, paarweise Schlankhacheln und drücke dann die entsprechende Affenkachel. Jo. Hab ich. So, aber welche brauche ich jetzt noch? Das sind drei Stück. Es ist egal welche, Hauptsache man hat zwei. Dann versuchen wir mal, warte mal, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt die. Könnte ich die nochmal gebrauchen? Nein. Und wir haben die. Kann ich die nochmal gebrauchen? Jein. Aber die. Die springt raus. Die will ich haben. Nee, so Quatsch. Also, die springt raus. Die will ich haben. Das heißt, ich muss jetzt hier zweimal drehen. Mein Gott. Ja, das ist... Das ist Rätseln, wie wir es lieben. So. Kann ich die drücken, die will ich haben. Und dann will ich haben. Genau, die springt jetzt raus. Und als nächstes springt die raus, weil ich jetzt die. Nee, nicht die. Moment. Quatsch. Ich hab ja die falsche. Diese Steinplatte. Nee, komm. Ich muss nochmal, warte mal. Jetzt muss ich überlegen. Die brauche ich nicht, doch. Ich wollte jetzt den bauen, aber ich kann auch den bauen. Da, das. Und das. Ergibt das. Also muss ich jetzt die und die bauen. Ich habe mich total verrannt gerade. Oder weil ich die schon habe. Ne, ich mach die. Ich mach die. Genau, ich gehe jetzt auf die. Und brauche dann die. Die da unten. Also Entchen und Blume. Also erstmal das zweimal, dass ich hier den grünen Hans-Peter krieg. War doch richtig so, ne? Nochmal kurz gucken, bevor ich klicke. Grüner Hans-Peter, genau. Diese Steinplatte lässt sich nicht bewegen. Wie? Ich hab doch grünen Hans-Peter, oder nicht? Nee, Moment. Ach, ich hab außen grün. Noch zweimal. Oder halt, bevor ich drehe. War das richtig jetzt? Ich will innen grün, ja? Ja, innen grün, weil Blümchen drüber sitzt, genau.
So. Und jetzt Entchenblume. Entchenblume ist zweimal da drin. Einmal. Noch einmal. Und dann da drehen. So. Jetzt müssen wir wieder hier rüber gehen. Jetzt, Entchenblume, wo warst du? Da hinten. Und dann können wir den drücken. Ich muss alle vier aktivieren. Oh Gott. Palmeninsel. Und der hier, ne? Muss ich noch kurz gucken, ist das der? Mal zur Seite gehen. Nico, ja, der. Und Palmeninsel Kartoffel. Der. Der hier, eine Palminsel. Ist der, ne? Der. Ja. Das heißt, einmal hier drehen. Und ist egal. 1, 2, 3, 4 mal. 2, 3, 4. So. Das heißt, wir haben Palminsel Kartoffel. Das ist die schicke Platte. Und brauchen jetzt den hier unten. Das ist der große mit dem da. Also zweimal den. Mein Gott, das kann Stunden dauern. Also ich glaube, die Sonnenfinsternis ist schon wieder vorbei, wenn ich hier fertig bin. So, zweimal jetzt dann der. Oh. Ja, hier gibt es so eine Rätselüberspringungsauflösung nicht wie beim ersten Teil. Es gibt zwar die Hinweise, wie du es zu lösen hast, aber es gibt keinen Skip-Button dafür. Den gab es nämlich im ersten Spiel, das remastert wurde. Ah. So, und jetzt brauche ich hier Relaxo. Ich nenne ihn mal liebevoll Relaxo, weil er erinnert mich so stark daran. Da brauchen wir das hier und das da. Nee, Moment. Das da. Mhm. Was ist jetzt leichter zu erreichen? Das da und das da, habe ich gesagt, ne? Ja. Das ist da. Das ist da. Also gehen wir einmal hier hin, drehen einmal, geht leichter. So, brauchen das. Und den da, also das ist egal, ist wieder die halbe Runde. So. Und den mit der drei Füße nachher. So, jetzt auf die Seite, weil dann brauchen wir den hier oben. Wir müssen 1, 2, 3 mal drehen. So, nochmal 2. Und nochmal 3. Und brauchen jetzt den da. Also 1, 2, 3 mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Und einen noch. Wir können jetzt den drücken.
und drücken Relaxo. Tada! Ha, et voilà. George hat mir mal erzählt, dass man eine gewisse Fertigkeit braucht, um Geheimtüren zu finden. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Na, dann geh mal nach unten. Vielleicht landest du ja bei George. Also dachte ich mir, hey, das ist es. Weißt du, das ist die wahre Liebe. Auf jeden Fall, ich musste dann ein paar Wochen weg. Und als ich wiederkomme, was sehe ich da? Genau. Und mit wem? Lobino, diesen Penner. Ja, genau, das habe ich mir da auch gedacht. Aber ihr müsst doch auch in einer Kammer runtergerutscht sein, oder nicht? Seid ihr auch durch eine Falltür? Na gut. Oh Mist. Sieht aus wie die nächste Sackgasse, Titipoco. Irgendwelche Vorschläge? Erstmal würde ich die Fackel nehmen, wa? Ich hatte mir etwas Konstruktiveres vorgestellt. Aber egal, ich schaue mich mal um. Hör mal, ich muss diese Fackel anzünden. Kannst du nicht irgendwas Schlaues mit ein paar Holzstäben anfangen? Oder mit Zunder und Feuerstein, oder... Und? Mit einem billigen Scherzartikel-Feuerzeug. Ich glaub's einfach nicht. Das ist ein Hebel. Aber irgendwie spendet die Fackel kein Licht. Naja, ich habe gerade nichts anderes zu tun, also ziehe ich mal an dem Hebel. Nichts ist passiert. Ich hasse sowas. Kannst du sowas nicht auch hassen? Titipoco? Oh mein... Da sitzt er ja noch.